So, wenn wir heute schon in Ilsenburg unterwegs sind und uns die heimische Wirtschaft hier so ein bisschen genauer angucken, dann darf natürlich auch Ilsenburgs Bürgermeister, der Herr Löfke, nicht fehlen. Und ich freue mich, dass er sich's bei uns hier an unserer Blabla-Bar mit uns gemütlich gemacht hat. Und da wollen wir mal kurz ein bisschen Blabla über Ilsenburg machen. Herr Löfke, Ilsenburg hat sich ja wirklich prächtig entwickelt in den letzten Jahren. Nicht nur touristisch, denn das ist ja, glaube ich, relativ bekannt, dass Ilsenburg ein wunderschönes Städtchen zum Urlaub machen ist, sondern vor allen Dingen auch wirtschaftlich. Hier hat sich ja so viel getan. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wo haben Sie damals angefangen als Bürgermeister und wie hat sich die Stadt bis heute entwickelt? Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also im Prinzip aus der Zeit, aus der ich es direkt beurteilen kann, seit Ende 2009. Von Ende 2009 bis heute sind ungefähr 1300 Arbeitsplätze dazugekommen. Im Wesentlichen in der Industrie. Das ist Gott sei Dank so. Und da haben wir halt den Schwerpunkt auf Metallurgie, Metallverarbeitende Industrie und in Automotive. ThyssenKrupp ist so ein Name, Salzgitter AG, das Walzwerk sind natürlich die größten. Aber auch am Rande, nicht am Rande, sondern in anderen Gewerken sozusagen gesprochen, die großen Druckereien, ehemals in dänischer Hand, jetzt nicht mehr ganz. Und so haben sich über die Jahre, die ich das hier jetzt begleiten und mitgestalten darf, doch einige Unternehmen sehr stark entwickelt. Einfach durch Anbauten, durch neue Maschinen, Druckmaschinen in dem letzteren Falle. Auch unsere Pharmaunternehmung ist sehr gut vorangekommen. Insbesondere auch deshalb, weil sie jetzt auch die Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde haben, was wohl der Ritterschlag ist, wie ich so höre. Ja, und man sieht es ja hier auf der Meile, alle sind vorhanden, alle sind da und alle werben um Mitarbeiter, um Nachwuchs. Ja. Sodass ich da doch gute Hoffnung bin, dass es weitergeht, trotz der Corona-Delle. Nun ist es ja, Ilsenburg ist ja jetzt nicht böse gemeint, nicht der Nabel der Welt, die Großstadt oder die Metropolregion. Wie schafft man es denn, in so einer kleinen Stadt solche Ansiedlungen hier zu forcieren? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon öfters gestellt habe. Es ist wie immer im Leben sicherlich ein Bündel von Gründen. Das Wichtigste war, dass wir halt nach der Wende keinen solchen Einbruch hatten wie andere Städte. Also es ist bei uns nichts wirklich zusammengebrochen. Das Walzwerk lief weiter, die Radsalzfabrik lief weiter. Und wir hatten halt die Nähe auch zur niedersächsischen Landesgrenze, sodass die Menschen hier geblieben sind, zum Teil auch gependelt haben oder gependelt sind. Aber dann nach ein, zwei Jahrzehnten, wenn man so will, drehte sich der Trend um. Die Unternehmen hier sind so stark gewachsen und haben auch ordentliche Löhne bezahlt, sodass auch viele, die zwischenzeitlich im Westen gearbeitet haben, zurückgekommen sind. Ja. Und das war dann so ein sich selbst beflügelnder Prozess, will ich es mal sagen. Leute, die hier ansässig waren, haben es rumerzählt. Natürlich haben wir auch als Stadt versucht, auf Messen und auch durch persönliche Gespräche noch den einen oder anderen hier anzusiedeln, was auch geklappt hat. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo mir dann hinterher mal jemand sagte, der sich hier angesiedelt hat, dass wir die Ersten waren, in dem Falle die E-Mail von mir. Nach einer Stunde waren wir die Ersten, die geantwortet haben mit unserem Standortprofil. Ja. Und es hat ihm dann so gut gefallen, dass er letztendlich sagte, wenn die so schnell sind, dann gehe ich dahin. Also es sind so ganz verschiedene Gründe. Also ist es doch manchmal ein Vorteil, wenn man eher eine kleine Verwaltung ist, die auf kurzem Dienstweg vieles regelt und man nicht in einer Metropolregion unterwegs ist, wo die Wege wahrscheinlich auch viel länger sind. Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch das Charmante. Ich habe Sie hier heute schon mehrfach über die Meile schlendern sehen. Sie kennen die Unternehmen, Sie wissen, wen Sie hier vor Ort haben und sind wahrscheinlich auch mit allen gut in Kontakt und können daher auch deren Belange ganz gut aufnehmen, oder? Das ist definitiv so. Ja. Also wir machen hier unsere Wirtschaftsstammtische, wo wir die heimischen Geschäftsführer an einen Tisch bekommen, einfach locker beim Bier bestimmte Themen besprechen. Ganz aktuell das Thema, ob wir uns hier in Ilsenburg ein Holzheizkraftwerk bauen. Ja, okay. Das Stichwort erneuerbare Energien kann man ja zustehen, wie man will, aber es wird nicht ohne gehen. Und wir vertreten im Stadtrat mehrheitlich die Auffassung, bevor wir irgendwelche Ackerflächen mit Solar zulegen, Windräder wollen wir ohnehin nicht, dann wäre das doch eine Möglichkeit, weil Holz gibt es hier genug. Ja. Auch Abfallholz, was man dort verstromen könnte nach EEG-Gesetz. Ja. Und deshalb haben wir in lockerer Folge alle viertelhalbe Jahr eben das Treffen der Geschäftsführer, wo wir solche Themen besprechen und daher kennt man sich. Wir hatten jetzt wie alle die Corona-Pause. Hm. Es gab auch Wechsel in den Geschäftsführungen und so war das ein guter Auftakt, wieder mal ins Gespräch zu kommen. Und genau wie Sie sagen, das ist eben bei diesen flachen Hierarchien der Vorteil, dass ich die alle kenne. Irgendwo, zumindest vom Sehen und sie zuzuordnen weiß. Ja. Und Sie wissen, wie Sie mich erreichen können, wenn es mir irgendwo klemmt, dann kann ich da auch schnell agieren. Ja.
Was ich mir immer ganz schwierig vorstelle, wir haben ja hier wirklich ein touristisch sehr attraktives Städtchen und auch viele Hotels vor Ort. Und dann haben wir trotzdem im gleichen kleinen Städtchen auch die Industrie. Funktioniert das gut miteinander? Also in den letzten Jahrzehnten nach der Wende ja, eindeutig ja. Ich bin ja selber Ilsenburger, ich bin hier aufgewachsen. Ich kann mich gut an die graue Stadt zu DDR-Zeiten erinnern, an die dreckigen Wolken, die über die Stadt zogen von unserer damaligen Kupferhütte. Und das ist so ein Quantensprung. Wir haben ja praktisch keine rauchenden Schlote mehr. Die sämtlichen Industriebetriebe sind in quadratisch praktisch guten Hallen ohne Schornsteine oder wenn dann so unauffällig, dass man sie kaum noch sieht. Und insofern passt das. Ich sage immer, alles hinter der Bahn in Richtung Norden, da ist die Industrie. Ja. Und alles in Richtung Süden, da ist der Tourismus und der Wald und die Wanderregion. Und insofern beißt sich das überhaupt nicht. Der ehemalige Vorstandschef von der Salzgitter AG bringt immer den netten Spruch, den ich so übernommen habe. Ilsenburg ist der einzige Stahlstandort, wo man Kurtaxe bezahlen muss. Das würde ich sofort unterschreiben. Und das bringt ja einen anderen Vorteil noch mit. Sie sind ja durchaus als Wohnort für die zuziehenden Fachkräfte, die hoffentlich auch weiterhin ein Auge auf unsere schöne Region werden, durchaus ein attraktiver Wohnstandort. Ja. Das haben ja nicht alle vorzuweisen. Ja, es gibt viele wirklich graue Städte. Ilsenburg ist ein wunderschönes, buntes Städtchen inzwischen. Gibt es denn aber hier noch Wohnmöglichkeiten? Findet man denn hier attraktiven Wohnraum oder bezahlbaren Wohnraum? Der ist ja auch in den Metropolregionen schwierig zu kriegen. Also, das ist ein schwieriges Thema, in der Tat. Wir haben jetzt gerade mit den Stadtwerken im vergangenen Jahr, kann man sagen, 50 neue Bauplätze erschlossen, die jetzt binnen einem halben Jahr etwa verkauft sind. Also sind alle weg. Ja. Wir haben jetzt Grundstückspreise hier von 120 Euro den Quadratmeter. Das ist für eine Stadt unserer Größe schon ganz ordentlich. Und trotzdem sind wir so attraktiv, dass wir das sozusagen schnell an den Mann und an die Frau bringen konnten. Also gibt es da durchaus noch Möglichkeiten und Sie sind da auch weiterhin dran. Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Genau. Das Schöne ist ja, wir haben ja im Harz auch viele kleine Orte in der Peripherie. Die Wege sind kurz und da gibt es ja auch durchaus noch Möglichkeiten in den Ortsteilen, zum Beispiel auch der Stadt Ilsenburg, wie in Drübeck oder Dallingerode, in den umliegenden Orten, wo auch noch Möglichkeiten sind. Super, ich glaube, dann haben wir noch mal einen schönen gesamtheitlichen Eindruck bekommen. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche noch viel Spaß mit diesem tollen Fest. Dankeschön, herzlichen Dank.